Yo! Was geht, meine lieben Brüder und Schwestern? Zuerst will ich ganz schnell Werbung machen. Werbung nicht für mich, sondern für die Real Life Guys. Der Film gerade im Kino. Wenn ihr, also je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut, wenn ihr es erst in ein paar Jahren anschaut, wird er wahrscheinlich nicht mehr im Kino sein. Wenn er einfach jetzt gerade noch im Kino ist, während ihr das anschaut, dann geht ins Kino. Wenn er nicht mehr im Kino ist und ihr das erst, wie gesagt, wann auch immer anschaut, dann kann es schon sein, dass er draußen ist. Dann schaut ihn einfach dann an, wo auch immer er rauskommen wird. Erkundigt euch einfach und schaut ihn euch an. Gerade für alle die, die auf der Suche nach Hoffnung sind, der Suche nach einem Hoffnungsschimmer sind. Ja, das war's schon. Das hat nichts mit dem zu tun, was jetzt kommen wird. Aber schaut ihn euch an. Ja, wir sind weiter in Genesis Kapitel 33. Geht's heute, aber wie immer fangen wir an mit Gebet. In Jesu Namen, ich danke dir, dass du Hoffnung schenkst in allen Situationen, dass du Freude schenkst in allen Situationen, dass du gut bist in allen Situationen, dass wir auf dich hoffen dürfen, dass wir immer das Gute hoffen dürfen, dass wir immer das Beste hoffen dürfen, dass wir immer auf dich hoffen dürfen, weil du bist noch besser als das Beste. Ich danke dir dafür, dass du uns viele Beispiele am Leben von anderen schenkst, aber auch viele Beispiele in unserem Leben schenkst. Und natürlich ganz besonders in deinem Wort ganz, ganz viele Beispiele schenkst für Hoffnung. Und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Ja, heute, es geht nicht unbedingt um Hoffnung, wobei natürlich alles in der Bibel irgendwie Hoffnung machen kann. Trotzdem haben wir viele weitere andere Themen, die es heute mehr drum gehen sollen. Wir haben, wie gesagt, sind gerade bei Jakob und er ist jetzt wieder auf der Rückreise, beziehungsweise er ist jetzt schon wieder eigentlich so gut wie zurück angekommen und soll jetzt seinem Bruder begegnen. Da lesen wir in Vers 1, Kapitel 33. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann, und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde. Wir sehen hier also, Jakob hebt seine Augen auf, also er schaut sozusagen nach vorne, er schaut in die Richtung, in die Esau kommt. Von weitem sieht er ihn schon anreiten sozusagen oder herkommen, je nachdem, ob die reiten oder nicht. Wahrscheinlich schon, aber vermutlich auf Kamelen und nicht auf Pferden. Aber wie auch immer, auf jeden Fall kommt hier Esau her mit 400 Mann, was für Jakob eine sehr, sehr große Armee fast schon ist. Und Jakob könnte im absoluten Notfall, könnte er nichts dagegen aussetzen, gegen seinen Bruder. Und er weiß auch nicht, was die Intentionen von seinem Bruder sind, weil er hat ihn jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, mindestens 20 Jahre lang nicht. Was auch immer er hier denkt, können wir nur erahnen. Vielleicht haben es manche von euch schon erlebt, die mehrere Jahre ihre Geschwister oder Familie nicht gesehen haben und ihnen dann auf einmal wieder begegnen. Muss ein sehr emotionales Erlebnis sein. Aber Jakob, ja, er weiß hier nicht, was passieren wird. Er hat vielleicht teilweise sogar Angst davor. Und er hofft vielleicht das Beste, weil er auch die Zusage von Gott bekommen hat. Er darf, soll wieder zurück in sein Land gehen, in sein Vaterland gehen. Deswegen hofft er wahrscheinlich hier in diesem Moment, der betet er innerlich: Oh Herr, bitte lass diese Situation gut vorübergehen. Aber wie gesagt, was genau Jakob sich hier denkt, können wir nur erahnen. Auf jeden Fall lesen wir dann in Vers 2: Und er stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Er stellt hier also alle in einer gewissen Reihenfolge auf, seine ganze Familie, die Knechte sowieso wahrscheinlich ganz vorne und seinen ganzen Besitz ganz vorne. Aber auch hier seine Frau und Kinder priorisiert er.
Er setzt bestimmte Prioritäten und das ist etwas, was wir für uns mitnehmen können. Wie sind unsere Prioritäten? Wir haben jetzt zum Glück, oder die meisten von euch vermute ich, haben das Glück, dass sie sich nicht entscheiden müssen, welche ihrer Frauen, zwischen welchen ihren Frauen sie sich entscheiden müssen, weil die meisten von euch hoffentlich nur eine Frau haben, beziehungsweise manche von euch auch keine Frau haben. Und deswegen ist diese Priorisierung schon mal ausgeschlossen. Aber wir nehmen es jetzt einfach mal im Allgemeinen für uns mit. Und ich will euch einfach die Frage stellen, was ist bei euch, wie sieht bei euch die Priorisierung von allem aus? Steht bei euch ganz oben eure Eltern, dann eure Geschwister, beziehungsweise steht bei euch ganz oben eure Frau, dann eure Kinder, dann eure Eltern, dann eure Geschwister. Steht bei euch ganz oben euer Auto, steht bei euch ganz oben euer Haus, steht bei euch ganz oben euer Job, steht bei euch ganz oben euer, das, was ihr auf dem Konto habt, steht bei euch ganz oben vielleicht irgendwelche Gegenstände, vielleicht seid ihr Kunstsammler oder sowas. Und ihr habt ein schönes Gemälde erworben und das steht bei euch ganz oben. Oder was auch immer, was steht bei euch ganz oben? Und ich hoffe für jeden von euch, dass ihr früher oder später an den Punkt kommen werdet, dass Gott natürlich bei euch ganz oben steht und er eure Nummer 1 ist. Und dann eure Frau und dann was auch immer sonst noch. Aber es ist wirklich wichtig, euch zu überlegen, wie priorisiert ihr euer Leben oder das, was in eurem Leben vorhanden ist. Wie setzt ihr eure Prioritäten? Was ist bei euch die Nummer 1? Was ist die Nummer 2? Was ist die Nummer 3? Und so weiter. Was ist für euch das Wichtigste im Leben? Und ich hoffe wirklich, dass Gott das Wichtigste in eurem Leben ist, beziehungsweise wird, wenn es noch nicht so ist. Weil alles andere außer Gott werdet ihr verlieren. Alles andere, sobald ihr sterbt, ist es weg. Beziehungsweise sobald die Sachen sterben oder geraubt werden oder kaputt gehen oder was auch immer das ist. Es sind alles vergängliche Dinge, außer Gott. Deswegen hoffe ich, dass ihr wirklich das einzige Nicht-Vergängliche als Wichtigstes auch seht. Und daran schlussendlich euer Herz hängt an etwas, was nicht vergänglich ist. Und nicht eure Herzen hängt an Dinge, die vergänglich sind. Deswegen einfach wirklich, stellt euch selber diese Frage. Ihr könnt die auch gerne mitnehmen. Ihr könnt auch gerne länger drüber nachdenken. Eine Woche, einen Tag, ein Jahr, euer Leben lang. Immer wieder könnt ihr euch darüber Gedanken machen, was ist bei mir die Nummer 1? Wie priorisiere ich mein Leben? Wir lesen aber weiter. Und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Hier geht es dann jetzt nicht mehr um die Priorisierung. Die haben wir jetzt schon gehört. Rahel ist für ihn das Wichtigste, deswegen stellt es hinten an. Er selbst oder sein Leben ist für ihn in Anführungszeichen das Unwichtigste. Er würde sein Leben opfern für seine Frauen und für seine Kinder. Einerseits hier heldenhaft, könnte man sagen, andererseits eigentlich genau das, wofür ein Mann geschaffen ist. Wir haben hier vor 5 Kapiteln oder so ging es öfters mal um die Aufgaben oder um die Frauen. Jetzt geht es auch um den Mann, der Mann, der als Aufgabe hat, sich für seine Frau hinzugeben. Der Mann, der als Aufgabe hat, sich für seine Familie hinzugeben. Der Mann, der als Aufgabe hat, sich für diejenigen hinzugeben, für die er Verantwortung hat. Das kann dann auch zum Beispiel die Gemeinde sein, wenn du Gemeindevorstand bist oder Gemeindeältester oder Gemeindeleiter oder was auch immer. All das sind eigentlich die Aufgaben eines Mannes, sich sein Leben unter das Leben seiner Schützlinge sozusagen zu stellen, ganz besonders natürlich unter das Leben seiner Frau und das immer das Beste für seine Frau zu bringen oder zu erreichen und sie mit allem, was du bist und mit allem, was du hast, zu beschützen, vor allem, was kommen kann. Natürlich ist jetzt die Schwierigkeit, wir sind
als Christen beziehungsweise überhaupt hier in dieser Welt sind wir in einem Kampf, aber nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis, also in einem geistlichen Kampf. Und da ist es natürlich schwierig, sich irgendwie nach vorne stellen zu können, in die Schussbahn sozusagen. Da kannst du keine Kugeln oder so abfangen, wie jetzt in irgendeinem Actionfilm. Also was kannst du dann machen? Du kannst auf jeden Fall beten und bete, egal ob du verheiratet bist oder nicht, bete jetzt schon für deine Ehefrau und für deine Ehe. Ich klammer wieder aus, wenn du in Gabe der Ehelosigkeit hast, musst du das nicht unbedingt machen, aber du kannst dann für deine Freunde beten, die eventuell in Ehen sind oder sich Ehen wünschen. Auf jeden Fall, das ist eine Möglichkeit, dafür zu beten. Die andere Möglichkeit ist, dass du immer wieder stille Zeit machst, auch mit deiner Frau zusammen, dass ihr wirklich euch morgens oder abends oder wann auch immer, immer jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, damit eine Regelmäßigkeit daraus wird, euch zusammen trefft und einfach zusammen in der Bibel lest, zusammen betet, füreinander betet, miteinander betet, zusammen Lobpreis macht, den Herrn lobt, den Herrn preist, einander auch die Bibel vorlest, nicht nur, dass ihr nebeneinander sitzt und jeder liest für sich die Bibel, sondern auch einander die Bibel vorlesen, weil der einem anderen die Bibel vorliest, der segnet diesen anderen. So könnt ihr euch gegenseitig segnen. Und ja, all das wird eure Ehe gut tun. Und sicherlich nicht schaden, sondern einfach diesen Kampf aufnehmen. Und du als Ehemann hast die Verantwortung, ganz besonders hinter all diesen Dingen zu sein. Und du hast die Verantwortung, diese Dinge anzuleiten. Und auch wenn jetzt ein Tag kommen wird, an dem ihr den ganzen Tag unterwegs wart und keinen Bock mehr habt, am Abend jetzt noch zusammen stille Zeit zu machen, weil ihr einfach beide nur noch schlafen wollt, dann ist es deine Aufgabe als Mann zu sagen, hey, nein, wir nehmen uns dafür Zeit, weil das ist wichtig, weil es geht um Gott und nicht um uns Menschen. Und es geht um unsere Ehe und diese Ehe ist mir wichtiger als jetzt unser Schlaf. Auch wenn wir dafür vielleicht 10 Minuten später ins Bett kommen oder eine halbe Stunde oder was auch immer, ist egal. Es geht darum, dass ihr eure Ehe in die Hand Gottes legt. Und du als Mann hast die Verantwortung dafür, unter anderem natürlich, aber ganz besonders. Und deswegen kämpfe dafür, setz dich ein dafür und zeig, dass du dich hingibst und auch etwas aufgibst für deine Frau. Sei es, wie gesagt, dass du dein Leben für deine Frau aufgibst, wird nur in den seltensten Fällen nötig sein. Aber dass du dann, sei es, dass du deinen Schlaf aufgibst, sei es, dass du dein Geld aufgibst, sei es, dass du deine Zeit aufgibst, sei es, dass du was auch immer aufgibst, gib es einfach auf für deine Frau zeig ihr damit den Respekt und die Liebe, die du als Ehemann ihr zeigen solltest. Auch hier Jakob, der sich sozusagen in die Schusslinie hier begibt. Er geht auf Esau zu, während seine Frauen und seine Kinder hinter ihm sozusagen unter seinen Fittichen Schutz suchen. Er verbeugt sich auch 7-mal, was sehr interessant ist. 7-mal natürlich als Zahl der Vollkommenheit, aber vor allem hier auch, um seinem Bruder Respekt zu erweisen. Wir haben schon mal ein bisschen über Verbeugungen geredet. Hier macht es tatsächlich sehr viel Sinn, weil er eben sich auch diese Unterwürfigkeit sozusagen zeigen will und diesen Respekt, der seinem älteren Bruder, der ja theoretisch immer noch sein älterer Bruder ist, auch wenn vielleicht durch gewisse Situationen sein Ältestenrecht verwirkt wurde, ist er biologisch gesehen immer noch der ältere Bruder und hat hier den Respekt verdient. Und ihr könnt euch auch mal fragen, das ist jetzt nicht so eine wichtige Frage, aber wie oft habt ihr euch schon, wenn ihr Geschwister habt, vor eurem ältesten Geschwisterkind verbeugt? Beziehungsweise wenn ihr der Älteste oder die Älteste seid, wie oft haben sich eure Geschwister vor euch verbeugt?
ist natürlich jetzt nicht nicht so wichtig, und darum geht es ja auch nicht in dieser Stelle, dass man sich vor seinen älteren Geschwistern verbeugen soll. Es geht aber darum, dass du deinen älteren Geschwistern eigentlich Respekt zollen sollst. Hier in diesem Falle wäre es jetzt eigentlich theoretisch nicht nötig, weil wir wissen, dass Esau hat sein Ältestenrecht verwirkt. Aber zum Beispiel bei Isaak und Ismael hätte man es machen können. Und viele weitere Beispiele. Und wie gesagt, es geht hier nicht, den Ältesten anzubeten oder sowas. Oder was auch immer, ihn zu vergöttlichen. Sondern es geht darum, dass du ihm Respekt zeigst, weil Ältesten sind ganz besonders von Gott gesegnet. Wir lesen dann weiter, und sie sind auch Gott geweiht eigentlich. Wir lesen dann aber weiter bei Vers 4. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Esau geht hier eigentlich die Schritte, auf Jakob zu. Jakob, der hier eigentlich, wir lesen zwar, er geht auch in Richtung von Esau, aber schließlich ist Esau dann der, der zuerst den Kontakt wirklich sucht, die Nähe, die Berührung. Er nimmt Jakob in den Arm und nicht Jakob ihn. Und er ist hier völlig unbedrückt. Er ist hier vollkommen, sein Herz ist vollkommen frei, vollkommen ausgelassen sozusagen, also von Esau. Und er kann es genießen, dieses Wiedersehen mit seinem Bruder. Und ihm fließen einfach die Tränen, weil alles so, also die Freudentränen, weil alles einfach freien Lauf hat. Und er ist einfach... Ja, er von Herzen, sein Herz erfreut sich an seinem kleinen Bruder, der jetzt wieder nach Hause kommt. Das ist wirklich ein, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein emotionaler Moment. Vor allem für Esau. Jakob scheint hier etwas zurückhaltend zu sein. Scheint es hier ein bisschen nicht ganz so genießen zu können wie Esau. Und es liegt unter anderem daran, weil eben Jakob hier gefangen ist von diesem Druck. Er hatte bis jetzt die ganze Zeit dieses eventuell 20 Jahre lang diesen Gedanken, eigentlich habe ich den Segen von meinem Bruder geklaut, wir sind nicht im, wobei wie gesagt, das kann man sagen, ist noch von Gott gewollt, aber was eben sozusagen das Blöde war oder das, was schade ist, sie sind nicht im Frieden auseinandergegangen. Und es muss ihn zerrissen haben, weil er wahrscheinlich sich immer wieder die Schuld dafür gegeben hat. Und er hat bis jetzt konnte er es nicht genießen, weil er dachte, okay, Esau wird sich dafür rächen. Deswegen kommt er hier mit 400 Mann, er will mich komplett vernichten und so weiter. Und ich wüsste nicht mal, ob ich es ihm vorenthalten könnte und so weiter. All diese Gedanken hat hier Jakob eventuell gehabt, all die Jahre lang, ob er die jetzt jeden Tag hatte oder immer mal wieder oder halt am Anfang und jetzt hier gegen Ende wieder, ist relativ egal. Auf jeden Fall hat er diese Gedanken. Und er kann es, weil er eben diese Gedanken ihn eigentlich auch bedrücken, kann er dieses Wiedersehen nur in einem gewissen Maße genießen. Nicht so sehr, wie es eben Esau, der hier vollkommen frei ist, vollkommen unbedrückt, vollkommen ausgelassen diese Situation genießen kann. Und was lernen wir aus dieser Sache? Das Erste, was wir lernen, ist, dass es wichtig ist, dass wir uns mit unseren Brüdern versöhnen. Und da ist jetzt egal, ob das biologische Geschwister sind oder ob das geistliche Geschwister sind. Versöhnt euch wirklich mit euren Geschwistern in der Familie, in der Gemeinde, weil Gemeinde auch Familie ist. Und auch Gemeinden untereinander. Es gibt immer wieder Gemeindespaltung. Auch darüber hatten wir schon mal ein bisschen. Aber wir brauchen wirklich Versöhnung untereinander, miteinander.
Und diese Versöhnung, zum Thema Versöhnung ist ja natürlich auch Vergebung und so weiter. Teilweise auch Vergessen von den Dingen, die einem angetan wurden. Und all das kann man nur unter einer Bedingung, und zwar, wenn Gott dir die Kraft dazu gibt. Weil der Mensch ist nicht von Natur aus bereit, zu versöhnen und zu vergeben, weil der Mensch eben eigentlich egoistisch ist und bösartig in seinem Herzen. Auch das haben wir schon gelesen in vorherigen Kapiteln. Ihr könnt es gerne nachlesen. Kapitel 8 war es, glaube ich, um die Sintflut rum oder 7 oder 9. Auf jeden Fall um die Sintflut. Und ja, es ist wichtig, dass wir einander versöhnen, weil das Zweite, das wir lernen, also zuerstens, wer seinen Bruder hasst oder seine Geschwister hasst, der hasst eigentlich auch Gott. Und die Liebe Gottes kann nicht in ihm sein. Und wenn die Liebe von Gott nicht in dir sein kann oder in dir ist, dann wirst du leider, auch wenn es sich hart anhört, du wirst keinen Zugang ins Himmelreich haben. Und das fände ich sehr schade, wenn ich dich nicht im Himmelreich kennenlernen dürfte, wer auch immer du gerade bist. Vielleicht kennen wir uns ja auch schon jetzt auf der Erde. Aber dann würde ich dich natürlich ganz besonders auch im Himmel sehen wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinem Bruder, dass du deine Schwester vergibst, dass du dich versöhnst mit ihr, dass sie wieder zusammenkommt und die Liebe Gottes in dir Platz findet, die Liebe Gottes für den anderen Menschen, egal ob er dir was angetan hat oder nicht, vergib ihm, weil Jesus hat auch seinen Peinigern vergeben. Wie kannst du es dann wagen, dass du deinen Peinigern nicht vergibst, damit würdest du dich über Jesus stellen und die Liebe Gottes wäre nicht in dir. Das Zweite, was wir, wie gesagt, daraus lernen, ist, dass solche schlechten Gedanken oder diese nicht unbedingt schlechten, aber diese bedrückenden Gedanken, die nehmen uns gefangen. Und ob diese Gedanken jetzt Einredungen sind von außerhalb, also dass dir jemand eingeredet hat, sei es der Feind oder sei es irgendein anderer Mensch, eingeredet hat, oh Junge, dieser eine Typ, der lästert nur über dich, der ist so schlimm und so weiter. Oder ob du es dir selber einredest, so wie hier in unserem Beispiel Jakob, der sich wahrscheinlich 20 Jahre lang eingeredet hat, dass Esau ihn hassen wird und ihn töten wird und so weiter. All diese Einredungen, die bedrücken einen und deswegen ich wirklich bete dafür, dass du frei wirst von diesen Gedanken, von diesen, das was du dir einredest, das was andere dir einreden. Lass dir nichts einreden, sondern sei frei von diesen Gedanken, weil sie bedrücken dich und weil sie dich bedrücken, wirst du nicht frei sein können zu versöhnen und frei sein können, deinen Bruder vollkommen lieben zu können. Und das wäre sehr schade. Deswegen ist auch wieder kurze Übergang zur Ehe. Ihr wisst, ich rede gern darüber. Auch da natürlich ganz besonders wichtig, einander zu vergeben, weil einfach Unvergebenheit verhindert Liebe. Unvergebenheit ist wie eine Mauer, ihr könnt euch das vorstellen, Unvergebenheit als eine Mauer, die zwischen euch und dieser Person steht, den ihr nicht vergeben habt. Und diese Mauer verhindert die Liebe. Und nicht nur die Liebe, die ihr zu dieser Person habt oder diese Person zu euch hat, sondern eben auch die, es ist nicht nur wie eine Mauer, sondern eigentlich wie eine Kuppel, auch eine Mauer nach oben hin zu Gott hin. Auch diese Liebe verhindert es, dass Gottes Liebe nicht in euch sein kann. Und das, wie gesagt, wäre echt nicht so prickelnd, weil ihr, also man hat dann keinen Zugang zum Himmelreich und ist leider nicht so lustig. Und deswegen nehmt es wirklich ernst. Und ich glaube, dass gerade du heute hier bist,
Und es irgendeine Person gibt, vielleicht auch mehrere, aber mindestens eine Person gibt, der du noch nicht vergeben hast. Und sei es deine Eltern, sei es deine Geschwister, sei es dein Ehepartner, sei es vielleicht dein früherer Ehepartner und ihr habt euch leider getrennt. Oder sei es vielleicht sogar du selbst, dass du dir selber in irgendwas nicht vergeben hast und dir selber eingeredet hast, du seist schuld an irgendwas. Und ich spreche dir einfach heute zu, geh ins Gebet, sag Gott, bitte Gott um Hilfe, dass er dir hilft, diese Person zu vergeben. Dass er dir die Kraft gibt, diese Person zu vergeben, und du wirst, wenn du wirklich diese Vergebung aussprichst in deinem Herzen oder auch laut, ist egal, dann wirst du, laut ist manchmal sogar besser, dann wirst du frei werden und die Mauern werden fallen und du wirst wieder Zugang haben zu der Liebe Gottes und auch zu der Liebe zu anderen Menschen und vielleicht sogar zu der Liebe zu dieser Person. Wenn diese Person noch existiert, es könnte ja auch sein, dass sie nicht mehr in erreichbarer Nähe ist, was umso schader wäre, umso mehr schade wäre. Aber es ist trotzdem wichtig, dass du diese Vergebung aussprichst und Jesus wird dich frei machen. Jesus wird dir Kraft schenken zu vergeben. Und Gott wird diese Mauern mit Macht und mit Herrlichkeit, mit seinem Hammer der Gerechtigkeit einreißen. Und du wirst frei werden und du wirst wieder Zugang zu Gottes Liebe haben. Ist das nicht eine tolle Botschaft, die hoffnungsvoll ist? Ja, wir lesen dann weiter, was passiert in Vers 5. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach, wer sind diese bei dir? Er antwortete, es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Hier also, Jakob scheint immer noch so ein bisschen skeptisch zu sein, habe ich so ein bisschen Gefühl, vielleicht liege ich aber auch falsch. Auf jeden Fall gibt er hier zum Glück Gott die Ehre, das ist schon mal was Gutes. Aber hier, es scheint so, Esau freut sich an der Familie, es fragt so, yo, ey, was sind das für Leute? Gehören die zu dir? Wenn ja, dann gehören sie auch zu mir. Dann ist es meine Familie. Alles, was deine Familie ist, ist meine Familie. Und dann will ich ihnen wohlgesonnen sein, weil wenn sie zu dir gehören, dann gehören sie zu etwas Gutem. Dann gehören sie mit zur Familie. Und er freut sich hier richtig für Jakob. Und Jakob scheint hier ein bisschen trocken immer noch zu bleiben. Wie gesagt, Esau hier ganz ausgelachen, gelassen, gelachen. Er ausgelassen. Er versucht hier das Eis zu brechen. Er ist der, der als erstes hier irgendwas sagt. Und ob Jakob hier das Eis brechen lassen wird, es zulässt, dass das Eis bricht oder nicht, das ist die Frage. Es scheint ein bisschen hart zu sein, aber Esau versucht hier alles. Er kommt mit Freude, er begegnet Jakob mit Ausgelassenheit. Wir lesen dann, und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigte sich vor ihm. Danach trat Josef und Rahel herzu und sie neigten sich vor ihm. Interessanterweise Josef, der einzige Sohn, der hier namentlich genannt wird. Man könnte jetzt sagen, okay, es liegt einfach daran, weil die anderen zu viele Kinder hatten und es zu lange gedauert hätte, die aufzuzählen, wobei manchmal die Bibel sich sehr viel Zeit lässt, gewisse Personen aufzuzählen, auch wenn die relativ unwichtig sind. Deswegen könnte es schon Sinn machen oder einen Sinn haben, warum hier nur Josef erwähnt wird, eventuell weil er eben der Liebling ist, was wir aber eigentlich erst später erfahren. Deswegen Stand jetzt ist es eine gute Frage, warum hier Josef als einziger erwähnt wird. Die könnt ihr euch gern auch mal fragen. Auf jeden Fall hier auch die Kinder und Frauen neigen sich vor Esau. Auch sie zeigen ihm einfach Respekt und zeigen ihm eigentlich hier ein Zeichen. Dieses vor sich neigen ist ein bisschen so wie bei zum Beispiel Tieren, Katzen und Hunden zum Beispiel, die sich dann auf den Rücken legen, damit man den Bauch streicheln kann.
Das ist sozusagen ein bisschen die Symbolik ist dieselbe, fast schon. Dieses Unterwürfige, dieses Zeigen, hey, eigentlich du hast viel mehr Macht als wir, du könntest uns easy besiegen. Wir sind deine Knechte, in Anführungszeichen, wir geben uns dir hin und hab Erbarmen mit uns. Und auch wir sind eigentlich keine Gefahr für dich, du bist viel mächtiger als wir, wir könnten dir eh nichts tun. Wir lesen dann weiter und Esau sprach: Was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin? Er antwortete, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau fragte also ganz verwundert: Jo, Jakob, Bruderherz, was war das hier? Ich bin auf dem Weg hierher, bin ich ganz vielen komischen Leuten begegnet, die mir irgendwas andrehen wollten und hier irgendwelche Tiere mir schenken wollten. Was ist das? Woher, was machen die? Was bedeutet das und so weiter? Und Jakob, der natürlich hier das als Geschenke, um Esau besänftigen zu wollen, ihm bringen wollte, was Esau natürlich nicht checkt, weil, wie gesagt, Esau war frei. Esau war nicht gefangen von irgendwelchen komischen Gedanken. Aus irgendwelchen Gründen hat er seine Rache vergessen. Wir wissen gar nicht, warum er hier jetzt seine Rache vergessen hat. Entweder war Esau wirklich so ein grobschlächtiger Klotz, der schnell vergisst. Also nicht ganz der Hellste sozusagen. Oder er hat einfach, weil er einfach die ganze Zeit in der Gegenwart von seinem Vater Isaak gewohnt hat, hat er dieses Sanfte von Gott, weil wir haben schon ein paar Mal gehört, Isaak und Rebekka hatten sehr eine gute Beziehung zu Gott. Und Esau, der dann oft mit denen wahrscheinlich unterwegs war oder bei denen in der Nähe gewohnt hat oder sogar bei denen direkt dran bei denen gewohnt hat, das auf jeden Fall öfters erlebt hat als Jakob. Und eventuell so dann, das nicht ohne Einfluss geblieben ist. Und wenn das stimmt, dann einfach auch wieder als Ermutigung, egal in welchem Umfeld ihr seid das Licht. Und euer Umfeld wird sich verändern, so wie bei Isaak und Jakob. Esau hat sich hier durch sie verändert eventuell und ist frei geworden von seinen Rachegedanken. Das ist sozusagen die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass einfach Gott hier eingegriffen hat, wie dabei in den vorherigen Kapiteln haben wir es gelesen, als Laban kam und Gott dann im Traum ihm begegnet ist, rede ja freundlich zu Jakob. Eventuell ist es hier auch bei Esau passiert, wie gesagt, wir wissen es nicht. Ein von diesen drei Möglichkeiten wird es schon sein. Vielleicht, wie gesagt, auch wieder alle. Oder eine andere, die ihr euch ausdenkt, beziehungsweise die der Heilige Geist euch zeigt. Auf jeden Fall interessant, dass Esau auf jeden Fall frei war von irgendwelchen schlechten Gedanken, die ihn bedrückt haben, hätten können. Und deswegen gar nicht das irgendwie erwartet hat, dass hier eine Entschädigung passiert. Und Jakob, der wie gesagt gefangen ist von diesen Gedanken, er denkt, er muss hier irgendwas entschädigen, er muss irgendwas liefern, er muss irgendwas leisten. Und Esau hier, ganz fröhlicher Mensch eigentlich, der frei war von dieser ganzen Vergangenheitsgeschichte mit: Du klaust mir Segen, du klaust mir Erstgeburtsrecht und so weiter. All das scheint für Esau hier nicht mehr wirklich zum Tragen zu kommen. Esau sagt dann auch: Ich habe genug und behalte du es, mein Bruder, weil Esau auch gesegnet wurde. Er ist natürlich auch ein Sohn eines Gesegneten, so wie Ismael. Wir hatten es schon ein paar Mal darüber geredet. Und Esau kann, also braucht nichts eigentlich. Er hat alles und will seinem Bruder natürlich auch nichts wegnehmen, dass sein Bruder selbst auf seinen Beinen stehen kann und deswegen lehnt er es auch ab. Jakob sagt dann aber: Nein, nein, nimm es und so weiter. Gott hat es mir geschenkt.
und Gott ist freundlich. Wir lesen, dass Jakob antwortete: Ach nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch diese Speisegabe von mir an, die ich zu dir gebracht habe. Denn Gott hat sie mir beschert, und ich habe von allem genug, so nötigte er ihn, dass er sie nehme. Jakob hier unbedingt will auf jeden Fall was leisten. Will sich einschmeicheln, er will sich einschleimen bei Esau in gewisser Weise, weil er eben diese Gedanken hat, hey, ich muss irgendwas zurückgeben, da ist was passiert, das kann nicht einfach so jetzt aufgehoben sein. Er will es gar nicht wahrhaben, dass es eigentlich alles gut hier läuft, sondern er denkt, er muss irgendwas noch hinzugeben. Und in gewisser Weise ist es üblich, solche Gastgeschenke zu machen, hier aber vollkommen übertrieben bei Jakob. Es ist auch üblich, sich schmeicheln zu sein, dem anderen Komplimente zu machen, in gewisser Weise sogar üblich, sich einzuschleimen. Mit üblich meine ich in der Kultur, die auch heutzutage noch besteht, die nahöstliche Kultur sozusagen. Da ist man sehr nett zueinander, man hat sehr blumige Sprache, man umschreibt mit sehr schönen Worten und so weiter. Man versucht immer dem anderen zuvorkommen zu sein. Deswegen all das ist in gewisser Weise üblich von Jakob, aber übertreibt er mit einer Sache, und zwar stellt er hier seinen Bruder gleich mit Gott. Wir lesen hier: Denn als ich dein Angesicht sah, war es, als sähe ich Gottes Angesicht. Das ist wirklich übertrieben und muss man auch aufpassen, weil das kann auch in Gotteslästerung hineinkommen dann. Was er natürlich meint, ist nicht, dass er dass Esau ein Gott ist. Er will hier einfach nur Esau als Übermächtigen darstellen, als Erscheinung, die voller Stärke glänzt sozusagen, und ihm auch Bewunderung und Anerkennung bringen mit dieser Aussage. Wie gesagt, für diese Kultur ist es schwierig, direkt zu sagen, zum Beispiel, ich liebe dich, ist relativ schwierig für in dieser Kultur zu sagen, sondern man umschreibt es mit eigentlich noch viel schöneren Worten. Aber aus irgendwelchen Gründen schafft man es nicht, diese einfachen, direkten Worte zu sagen. Und hier Jakob natürlich nicht vom Glauben abgekommen, will nicht hier Gotteslästerung betreiben, auch wenn man es ihm hier vorwürfen könnte. Aber und man sollte auch aufpassen und man sollte solche Sachen nicht sagen, auch wenn man, wie gesagt, seine Geschwister ehren soll, seine Geschwister lieben soll, seine Geschwister respektieren soll, heißt es nicht, dass man sie mit einem Gott gleichsetzen muss. Und in dem Falle solltet ihr euch kein Beispiel an Jakob nehmen, auch wenn ihr euch sonst in anderen Dingen Beispiel an ihm nehmen könnt, generell an Abraham, Isaac und Jakob. Und auch an vielen anderen Personen könnt ihr euch in gewissen Bereichen natürlich etwas herausnehmen, und wir lernen ja auch viel immer wieder durch diese Personen, die uns auch sonst noch weiterhin in der Bibel begegnen werden. Und nicht nur Personen, sondern auch Situationen, Begegnungen und so weiter und so fort. Jakob will hier einfach zeigen, ich kann dir nichts entgegensetzen, ich kann dir nichts bringen. Wenn du wolltest, könntest du mich mit einem Schlag vernichten, weil du bestehst aus 400 Mann, ich bestehe aus ein paar Kindern und ein paar Frauen und ein paar Hirten, ein paar Schafen, ein paar Eseln, ein paar Kamelen. Und deswegen will er ihm hier auch unbedingt, wir lesen hier, er nötigt ihn dazu, es anzunehmen. Er will ihm unbedingt ein Geschenk darbringen, vermutlich vor allem, um sein Gewissen zu befriedigen. Also Jakob, er will hier Esau etwas in Anführungszeichen opfern. Und manchmal in der Kirchengeschichte oder in unserer Geschichte von unserem Glauben sehen wir das sehr oft, auch zur jüdischen Zeit noch,
dass wir oft Gott etwas opfern wollen. Sei es zum Beispiel, wenn wir jetzt mittelalterlich denken und uns selbst kasteien, uns selbst geißeln, auf den Knien bis nach Rom gehen oder wie gesagt auf dem Altar Stiere opfern oder was auch immer. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen etwas Gott darbringen. Einerseits um unser Gewissen zu befriedigen, andererseits weil wir einfach, weil die meisten Gründe sind nicht gut und wir dürfen Gott etwas geben und wir sollen auch Gott alles geben, was wir sind und was wir haben, aber es sollte nicht die Motivation sein, dass wir unser Gewissen befriedigen oder dass wir aus dem Gedanken, hey, ich gebe dir was und dafür bekomme ich was, so funktioniert es nicht und das ist sehr tief in uns verwurzelt, in uns Menschen sogar, also jetzt nicht nur Christen oder gläubige Menschen, sondern auch Atheisten, also Menschen, die sagen, sie glauben an nichts. Man will immer irgendeine Leistung darbringen. Für alle, die jetzt nicht mehr glauben, also für alle Atheisten, die jetzt sagen, nein, wir Atheisten, wir sind nicht so. Ich habe mal eine Art Feldstudie sozusagen gemacht, persönlich. Mit ein paar Freunden aus unserer Jugend haben wir Hotdogs gemacht und die dann in der Stadt gratis verschenkt. Und die Leute haben, also es war relativ traurig, auf der einen Seite, auf der anderen Seite in gewisser Weise lustig, diese Reaktionen der Menschen zu sehen, weil die Menschen aus irgendwelchen Gründen es nicht annehmen wollten. Weil eben in uns verankert, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht ist es in der deutschen Kultur besonders so, ich weiß es nicht, ich will hier keine Länderklischees oder sowas machen, aber wir wollen immer etwas leisten und dann erst bekommen wir die Belohnung. Es gibt sogar manche Sprüche in unserer Sprache, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und die Menschen, die wollten uns dann Geld geben, obwohl es ja eigentlich gratis Hotdogs waren, nach dem Motto, und das ist das Traurige eigentlich, nach dem Motto, wenn wir euch Geld geben, dann ist es ja nicht vergiftet. Also als ob wir jetzt, wenn die Hotdogs vergiftet wären und sie uns Geld dafür geben, beziehungsweise den Hotdog bezahlen, als ob er dann nicht vergiftet wäre. Ich weiß nicht, was genau die Gedankengänge der Menschen waren, aber auf jeden Fall wollten die meisten, konnten es nicht gratis annehmen und haben dann dafür bezahlen wollen. Und das ist eigentlich, zeigt es ein sehr trauriges Bild von unserer Gesellschaft, beziehungsweise von uns Menschen, dass wir eben Geschenke nicht annehmen können. Und auch hier Jakob, er will unbedingt Esau etwas geben, dafür, dass Esau ihm so freundlich begegnet ist. Er kann es nicht wahrhaben, dass Esau hier einfach ein freundlicher Mensch geworden ist oder was auch immer mit Esau passiert ist. Und wir müssen wirklich aufpassen, beziehungsweise wir müssen nicht nur aufpassen, sondern wir müssen davon wegkommen, vor allem wenn es um Gott geht, weil bei Gott ist es nicht so. Wir können nichts tun, um das Heil zu erreichen, wir können nichts tun, um uns den Himmelplatz zu erkaufen, sondern es geht wirklich, Jesus hat den Preis bezahlt für uns, er hat es uns geschenkt und wir können nichts dafür tun, deswegen kommt wirklich weg von dieser Haltung, weil bei Gott bringt diese Haltung nichts. Dann geht dieses Gespräch weiter. Esau will dann mit Jakob unterwegs sein. Jakob sagt aber, nein, ich kann nicht so schnell wegen Kindern und schwangeren Tieren und so weiter. Eigentlich eine edle Anfrage oder edle Tat von Esau, dass man ihm eigentlich zugute halten müsste. Aber schlussendlich wissen wir, dass Esau in der Bibel leider wegen seiner Verachtung des Erstgeburtsrechts eigentlich Gottes Gabe verachtet hat. Und wenn du Gottes Gabe verachtest, ist es führt es zu nichts Gutem, sagen wir es so, um es friedlich auszudrücken.
Schlussendlich ziehen die beiden dann auch getrennte Wege. Diesmal aber, der Unterschied zu diesmal ist, dass es aus dem Guten heraus ist. Sie sind nicht verstritten oder sowas. Es ist also okay, verschiedene Wege zu gehen. Auch wenn es natürlich schade ist, getrennte Wege zu gehen. Jakob, wie gesagt, sollte eigentlich hier in dieser Geschichte ein bisschen mehr auftauen und ein bisschen wärmeres Herz zeigen. Zeigt hier meiner Meinung nach ein relativ kaltes Herz, was ich eigentlich nicht so verstehe, weil er sich freuen sollte, seinen Bruder zu sehen. Und es heißt zwar auch, dass beide weinten, aber ich glaube, bei Jakob war es eher eine Erleichterung, dass er hier nicht abgestochen wird und keine Freudentränen wie bei Esau. Ja, wie auch immer, natürlich können es auch Freudentränen gewesen sein. Ich will hier nichts irgendwie Jakob zusprechen, was nicht stimmt. Ich sage hier einfach nur, wie ich es lesen oder wie man es lesen kann. Ich habe es natürlich auch schon auf andere Art und Weise gelesen. Aber ja, man kann es so und so lesen. Im Endeffekt kann nur der Heilige Geist uns die Wahrheit offenbaren. Deswegen ist es wichtig, dass ihr es auch selber nochmal nachlest. Und vielleicht seht ihr ja hier Jakob positiver als ich. Ja, was dann passiert ist, dann auf jeden Fall, Jakob trennt sich, er kommt an einen Ort, baut dort Hütten für seine Tiere, nennt diesen Ort dann auch danach Sukkot, heißt einfach Hütten oder Hütten bauen, zieht dann aber nochmal weiter, kauft sich Land und in der Gegend von Sichem von einem Hamor, der auch in der nächsten Kapitel dann wichtiger wird. Ja, kauft dort Land. Es ist zwar nicht ganz so ausgeschmückt wie bei Abraham, der das Erbbegräbnis kauft, aber ja, man kann sich es wahrscheinlich ungefähr so vorstellen. Und Jakob siedelt sich dann dort an, baut dann auch dem Gott, also Gott einen Altar, nennt diesen Altar oder diesen Ort, je nachdem. Also wir können es einfach zusammenlesen und ihr könnt selber sagen, was ihr denkt. Und errichtete dort einen Altar und nannte ihn Gott ist der Gott Israels. Also scheinbar nannte er den Altar so, beziehungsweise die Opferstelle oder was auch immer. Auf jeden Fall nennt er es nach dem Namen, den er ja jetzt bekommen hat. Er nimmt also zum ersten Mal diesen Namen für sich selber an, und feiert sozusagen diesen Namen, feiert Gott für diesen Namen, feiert Gott für all das, was passiert ist. Wir erinnern uns, Israel heißt der, der mit Gott gekämpft hat, oder der mit Gott gerungen hat. Und er, ja, er merkt hier einfach, er blickt hier vielleicht nochmal zurück, er siedelt sich jetzt an, kommt endlich zur Ruhe in dem Land das Gott seinen Vorfahren versprochen hat, kommt er jetzt zur Ruhe, siedelt sich hier an und blickt vielleicht zurück auf sein bisheriges Leben und sieht, wo überall Gott gewirkt hat, was alles Gott gemacht hat und vor allem, wie sehr er mit seinem Leben ringen musste. Das wird auch später nochmal erwähnt. Jakob, der eigentlich ein Leben geführt hat, das immer wieder voller Action war oder voller Herausforderungen, voller psychischen, mentalen, geistlichen, geistigen, physischen, alles mögliche Herausforderungen war. Und er schlussendlich jetzt hier vorerst zumindest einen Altar bauen kann, einen Ort gefunden hat, wo er sich ansiedeln kann und dafür Gott natürlich dankt und er auch Gott für seinen Namen dankt. Ja, das war's auch schon wieder eigentlich mit diesem Kapitel, Kapitel 33. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für alle, die dran geblieben sind, ich wünsche euch einfach einen gesegneten Tag, eine gesegnete Woche. Kommt gut vorwärts mit all dem, was ihr tut. Und wirklich, was wichtig ist, ist, frag Gott, wo habe ich noch jemanden nicht vergeben? Zeig mir eine Person, der ich noch nicht vergeben habe. Und bitte dann Gott wirklich auch um Kraft, diese Person zu vergeben.
und sprecht im Namen Jesu Vergebung aus, damit ihr diese Person vergebt, damit ihr wieder Zugang zu der Liebe von Gott habt. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Zugang zu der Liebe zu Gott haben und schlussendlich wir uns alle treffen im Himmelreich und einfach Gott anbeten, ihn loben, ihm die Ehre geben, ihn preisen. Tschüss und Amen.